Was für ein Glücksfall, was für eine Freude, dass das gelungen ist und dass das möglich geworden ist, jetzt ein Interview mit Professor Walter Veit zu führen. Vor kurzem, noch vor meiner Abreise nach Südafrika, fragt mich jemand, könnten wir uns nicht da und da treffen? Ich gehe leider nicht, da bin ich in Südafrika, Interview mit Walter Veit. Da war's, du fliegst zum Walter Veit? Ja, ah! Oh. Könntest du ihn nicht das und das und das fragen? Und so ging es dann Stück um Stück, wann immer ich jemanden traf, wo das Gespräch auf meine Abreise, Abflug hierher nach Südafrika in dein Heim, wenn das zur Sprache kam, war immer dasselbe. Ja, aber könntest du ihn nicht das und das fragen? Und das wollte ich schon immer fragen. Ich habe also einen Koffer voller Fragen mit. Okay, wer weiß, ob ich die antworten kann? Wir werden ja sehen. Und aufgrund dessen schieße ich also jetzt gleich einmal los. Eine dieser Fragen und dazu eine kurze Episode aus dem Neuen Testament. Der Hohe Rat hat Jesus gerade zum Tode verurteilt, aber sie dürfen ja Jesus selber nicht töten. Daher schleppen sie ihn zum römischen Statthalter Pontius Pilatus und möchten also, dass dieser jetzt das Todesurteil bestätigt. Doch hat dieser Pontius Pilatus in den Augen Jesu etwas gesehen, was ihn davon abhält, das so schnell einfach zu bestätigen, dieses Todesurteil. Und dann stellt er eine normale juristische Frage, welche Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Ja. Jetzt haben die natürlich ein Problem, denn welche Klage bringst du vor? Dass er Lahme gehend macht und Blinde sehend und Taube hörend und Stumme sprechend? Und wer will so einen Gott haben? Ja, das. Jetzt haben die ein großes Problem. Also wie sollen die das umgehen? Und dann fällt ihnen ein, indem sie ausweichend, aber doch eine Antwort geben, ja, wenn der nicht des Todes schuldig wäre, hätten wir ihn gar nicht gebracht. Also spar dir die Frage, ist ja klar, dass der des Todes schuldig ist. Ja. Aber Pilatus ist damit nicht zufrieden und holt sich Jesus unter vier Augen zu einem besonderen Gespräch und möchte herausfinden, wer ist der da vor mir steht, auf den die Führung der Juden in Jerusalem so einen Hass entwickelt hat, dass sie den töten wollen. Was hat der angestellt? Und darum will er wissen, wer bist du, was machst du, was tust du, wo kommst du her, bist du ein König und so weiter. Und Jesus erklärt ihm, ich bin deswegen in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und dann fragt Pilatus, was ist Wahrheit? Und in dem Moment wird es laut draußen. Denn die wissen, je länger er mit Jesus redet, desto ungünstiger wird für sie die Situation. Dann können sie ihre ganzen Lügengeschichten immer so schwerer präsentieren. Und Pilatus wartet die Antwort nicht mehr ab. Das ist eine ganz tragische Geschichte. Er fragt die wichtigste Frage und wartet nicht auf eine Antwort. Und wir hoffen, du kannst uns jetzt darauf eine Antwort geben. Was ist Wahrheit? Gibt es diese absolute Wahrheit? Die Bibel hat drei Definitionen für Wahrheit. Die erste Definition, die einen sofort trifft, ist, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus ist Wahrheit. In Person. In Person. Wenn man wissen will, was Wahrheit ist, die steht geschrieben im Gesicht Jesu. Die zweite Definition, die wir in der Bibel finden, ist, dein Wort ist Wahrheit. Jetzt, dieser Satz hat natürlich eine gewaltige Wucht, denn diese Bibel ist das Wort, es steht geschrieben. Und dieses Wort zeugt, so sagt Jesus, von ihm.
Also wenn dieses Wort Wahrheit ist, nach Definition, dein Wort ist Wahrheit, dann muss da ein ziemlich erheblicher Krieg geführt werden gegen dieses Wort. Vor allem von der Seite, die nicht möchten, dass das offenbar genau. wird. Genauso wie die, die nicht möchten, dass Jesus die Wahrheit ist. Es gibt ja verschiedene Weltreligionen heutzutage, die leugnen, dass Jesus die Wahrheit ist. Sie erlauben ihnen, ein Prophet zu sein. Aber dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das leugnen sie. Und ob das jetzt die Großreligionen sind oder ob es in der Kleinschrift die christlichen Religionen sind, das sind nämlich viele, die leugnen, dass Jesus der Erlöser ist, der Alleinerlöser, also sind da Mithelfer bei einigen Religionen. Also er ist das Leben, die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Und dann gibt es eine dritte Definition, die wird oft in zwei Teilen genannt in der Bibel. Und diese Definition ist, alle deine Gebote sind Wahrheit. Psalm 119. Und das wird wiederholt durch zu sagen, dein Gesetz ist Wahrheit. Und wenn man das jetzt erstmal analysiert und man schlägt nach in der Bibel, was die Eigenschaften des Gesetzes sind, dann sind da ganz bestimmte Eigenschaften. Und die sind ganz deutlich erklärt. Und das Gesetz hat viele Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Es ist Wahrheit, es ist ein Gesetz der Liebe, es ist Geist und viele, viele Definitionen für die Eigenschaften des Gesetzes. Und wenn man dann in der Bibel nachschlägt, was sind die Eigenschaften Gottes, dann sind sie genau die gleichen. Also wenn man den Charakter Gottes definieren möchte, dann muss man ihn definieren im Rahmen des Gesetzes. Wenn man die Wahrheit will. Wenn man die Wahrheit hören will. Wenn man sie nicht hören will, dann schafft man das Gesetz beiseite oder man ändert es so, dass es einem passt und dass die Autorität nicht liegt bei dem Wort und bei dem Gesetz, sondern bei einem neuen Gesetzgeber. Also da ist ein erheblicher Krieg gegen alle drei Definitionen der Bibel über was Wahrheit ist. Da ist ein Krieg gegen Jesus Christus als die einzige Wahrheit. Denn das heißt ja dann, wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, dass die anderen Weltreligionen hier ein entsprechendes Defizit aufzuweisen haben. Die haben ein Problem. Denn wenn keiner zum Vater kommt, außer durch ihn, und das steht ja auch in der Bibel, oder? Wenn man ihn dann beiseite legt, dann hat man nämlich das Problem, dass der Eckstein entfernt wurde und das ganze Gebäude kracht zusammen, irgendwann mal. Und gegen diesen einfachen Satz in der Bibel gibt es jetzt schon einen 6000-jährigen Krieg. Eigentlich schon länger, der fing schon im Himmel an. Aber die Pforten der Hölle werden nicht siegen gegen diesen einfachen Satz, denn es gibt immer noch Leute, die glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Die das persönlich erfahren haben. Richtig. Also wenn wir glauben, dass Jesus der Weg ist, dann schließt das schon den größten Teil der Weltreligionen aus. Jetzt, man fragt sich immer, hat Gott denn nicht auch Mitleid mit den anderen Personen, die aufgrund ihrer Geburt in anderen Religionen sind? Und die Antwort ist ja, wenn Gott eines Tages
richtet, dann richtet er nach dem Verständnis, welche diese Personen hatten und die Umstände. Das nimmt er in Bezug. Aber der Heilige Geist redet auch mit Menschen. Und ich habe viele von ihnen getroffen in meinem Leben, wo der Heilige Geist mit Leuten redet, die von einer anderen Überzeugung aufgewachsen sind oder in einer anderen Überzeugung. Und Jesus bleibt immer ein Streitpunkt. Und er wird ein Streitpunkt bleiben bis zum Ende. Das heißt, an ihm scheiden sich die Geister. Ja, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert. Und das Schwert schneidet und dann muss da eine Entscheidung stattfinden. Gibt es einen Krieg gegen die Gebote Gottes? Die ganze okkulte Welt sagt, tu, was du willst. Das ist das ganze Gesetz. Oder die Religionen, die Evangelikalen sagen, das Gesetz ist abgeschaffen. Ja, wenn das Gesetz jetzt erstmal abgeschaffen ist, dann sagt die Bibel, wo da kein Gesetz ist, ist da keine Übertretung. Also keine Sünde, denn pro Definition ist Übertretung des Gesetzes eine Sünde. Wo da kein Gesetz ist, gibt es keine Übertretung, da gibt es keine Sünde. Wenn es keine Sünde gibt, dann hat man auch keine Erlösung nötig. Dann ist der ganze Erlösungsplan und das Kreuz zunichte. Also ist das Kreuz die Bestätigung, dass das Gesetz nicht mehr existiert? Oder ist das Kreuz die Bestätigung, dass das Gesetz nicht beseitigt werden kann? Das heißt, hier an dem Punkt, wenn hier ein Missverständnis vorherrscht, dann kommt man schon einmal nicht mehr weiter. Nein, dann kommt man nicht mehr weiter. Und dann ist Wahrheit auch nicht mehr Wahrheit, denn die Definition von Wahrheit ist entfernt worden. Entferne erstmal die Definition und Wahrheit wird relativ, dann ist alles, was ich mir einbilden kann, eine mögliche Wahrheit. Also wie wichtig war es, Kurt, dass Pilatus hätte warten sollen auf eine Antwort? Darum haben die gerade noch im richtigen Moment draußen Wirbel gemacht, ja, damit es nur nicht zu dem kommt. Und dieser Wirbel scheint durch die ganzen Jahrhunderte weiterzugehen. Ja, ist das euer König? Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wir haben keinen. Also das Himmlische wird auf das Irdische übertragen. Das Interessante ist ja, dass sie die Römer so gehasst haben. Aber in dem Augenblick, als die Wahl kam zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, haben sie das Irdische gewählt. Wen sollen wir freilassen? Barabbas oder Jesus? Barabbas. Und da ist ja diese Situation, ja, wo Pilatus denkt, er hat sich verhört. Ja. Er hat ja extra den ärgsten Schurken aus dem Gefängnis geholt, damit es klar ist. Genau, stell dir mal diesen Namen vor. Barabbas, Sohn Gottes. Der Sohn des Vaters. Sohn des Vaters, ja, Sohn des Vaters. Hier standen also zwei Söhne des Vaters gegenüber einander. Der eine ein Mörder, ein Rebell. Der Schlimmste, den Pilatus im Gefängnis finden konnte. Genau, das Mittelkreuz war für ihn bestimmt. Zwei Diebe, links und rechts. Und ein anderer Sohn des Vaters. Und bei dem war bei der Taufe eine Stimme zu hören. Dies ist mein geliebter Sohn. Ich glaube nicht, dass Barabbas diese Stimme je gehört hat. Also das ist die Wahl und
leider diese Wahl existiert bis zum letzten Tag. Er bleibt der Stein des Anstoßes. Das scheint also so zu sein, dass die Menschen eine falsche Vorstellung von ihm haben, sonst würden sie sich ja massenweise für ihn entscheiden. Denn wir wollen ja an und für sich, dass das Bessere am Ende herauskommt. Also hier war einer, wie du auch am Anfang gesagt hast, wo in seiner Gegenwart durch sein Anfassen des Menschen die Kranken gesund wurden, die Blinden wieder sehen konnten, die Stummen wieder reden konnten, die Lahmen wieder gehen konnten, die gejaucht haben, sich gefreut haben, rumgesprungen sind. Und diesen Gott haben sie gekreuzigt, den wollten sie nicht. Wir haben keinen außer Cäsar, Kaiser. Und dann fragt man sich die Frage, ja, welchen Gott wollen sie denn haben, wenn sie den nicht wollen? Und sie haben ja die Antwort gegeben. Wir wollen Barabbas. Aber Pilatus sagt ja, okay, aber ich finde keinen Fehler in ihm. Das ist ein Gericht. Wenn ich vor Gericht kommen würde und ich würde unschuldig gefunden werden von einem großen Vergehen, kann man immer noch nicht zu mir sagen, ich finde keinen Fehler in ihm. Da brauchen Sie nur meine Frau fragen. Dann werden Sie eine Liste bekommen, die bestätigt, dass da wohl Fehler sind. Jahrzehntelange Erfahrung. Genau. In allen Situationen. Aber dieser Satz ist ganz, ganz wichtig, biblisch gesehen. Kein Fehler. Es gab noch nie so einen, seit die Menschheit besteht. Und das sagt jetzt der oberste Richter des Staates. Der oberste Richter finde keine Schuld an ihm. Und die wollen aber die Todesstrafe. Die wollen die Todesstrafe. Gib uns Barabbas. Ja, aber was soll ich denn mit dem machen? Und die Antwort kommt ganz laut, kreuzige ihn. Aber er will nicht. Und dann haben sie noch diese Härte des Herzens, dass sie sagen, die Schuld von dieser Anfrage soll auf ihren Köpfen und das ihrer Kinder liegen. Das ist schon eine Aussage. Also die Wahrheit wollten sie nicht. Sie wollten bei der Tradition bleiben. Und in dieser Tradition hatten sie die erste Stelle. Und da war ein anderer vor ihnen im Himmel. Der hat das auch begehrt. Die erste Stelle. Der Platz neben dem Vater. Aber das war nicht seine. Und so gab es einen Krieg im Himmel. Und seitdem gibt es Krieg hier auf Erden. Die Nummer eins sein. Ja. Da ist ja diese Geschichte, die Jesus erzählt, vorausschauend, voraussehend, wo er sagt, da ging einer fort, um ein Königreich zu empfangen, und dann schicken sie eine Botschaft an die Leute hinterher, wir wollen aber nicht, dass dieser über uns herrscht. Wir wollen nicht. Dann schickt er seinen Sohn endgültig und den haben sie getötet. Denn wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Warum nicht? Was war so einzigartig, dass sie das nicht wollten? Es war sein Charakter. Denn sein Charakter hat ihren Charakter entblößt.
Und das Interessante ist, wenn man erst sich entscheidet, um Jesus Christus beiseite zu legen, dann kann die Feindschaft zwischen Menschen noch so groß sein. In diesem Punkt werden sie sich einig sein. Und die Bibel sagt, dass Herodes und Pilatus waren sich nicht einig. Bis dass beide Jesus verurteilt haben, dann waren sie sich einig. Und leider wird es auch so sein am Ende der Zeit, denn die Bibel sagt, die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Mit anderen Worten, diese politisch-religiöse Macht, die sich anstelle Christus stellt, eine antichristliche Macht. Und sie werden sich einig sein, sie sind eins gesinnt, sagt die Bibel. Jetzt, wir wissen, dass die Völker sind nicht eins gesinnt. Aber in diesem Punkt sind sie eins gesinnt. Wodurch klar wird, dass da jemand im Hintergrund ist, ja, der die Fäden zieht. Genau. Und die folgen jemand, der sie in den Untergang führt, und sie ahnen nicht, was sie damit als Ergebnis letztendlich bekommen. Nein. Und wenn wir Johannes betrachten, ein Sohn des Donners. Also er war Fischermann und hatte wahrscheinlich ganz interessante Redensarten. Und er hatte auch eine Wut im Bauch manchmal. Und 3,5 Jahre mit Jesus. Und was war die Veränderung? Sag's uns. Die Veränderung liest man im Johannesevangelium. Und da erkennt man etwas von diesem Charakter Jesus, das ihn einfach begeistert hat. Ihn so begeistert hat, dass er seine alte Art nicht mehr ertragen konnte. Und hat das ausgezogen wie ein altes Kleid. Ein altes, faules, dreckiges Kleid. Und hat erlaubt, dass er neu gekleidigt wird mit einem Kleid ohne Naht. Ein reines, weißes Kleid der Gerechtigkeit. Und ein anderer, der am gleichen Tisch saß zum Abendmahl, hat sich die Demut Christi angeschaut, aber war nicht selber bereit, sich zu demütigen zu diesem Punkt, um andere zu dienen. Er wollte eher wie die Pharisäer herrschen. Und das hat ihn so irritiert, dass er bereit war, ihn zu verleugnen, damit er sich entblößen sollte und aufhören mit dieser Demut. Denn der Mensch sucht Macht und nicht Demut. In der Meinung, das wär's. Das wär's. Aber im Endeffekt siegt die Demut. Und die Macht verschwindet. Ihr habt ja so eine interessante Geschichte, historische Geschichte in Europa. Ihr hattet ja solche Machtpersonen in Europa, ob die jetzt Napoleon hießen, ob die Adolf Hitler hießen oder wie sie auch immer hießen. Wo sind die heute? Und was ist mit ihrer Machtposition passiert? Also, was haben sie erreicht dadurch? Ein Heil, ein gewaltiges Königreich? Oder haben sie
einen auf den Dötz bekommen und mussten die Demut lernen. Aber man bleibt nicht leicht in der Demut. Man möchte gerne wieder aus der Demut heraussteigen und wieder mal das Gleiche versuchen, um wieder einen auf den Dötz zu bekommen. Und wenn sie nicht aufpassen, dann müssen sie das dritte Mal auch noch mal versuchen. Und so ist es in der Weltgeschichte. Es sind die Sanftmütigen. Und Sanftmut muss nicht verwechselt werden mit Schwäche. So wie im Englischen der Begriff Gentleman. Ja. Ist ja was ganz Besonderes, ja. Würdevolles. Würdevolles. Und das heißt nicht so ein Held, so ein Strongman, so ein superstarker Mr. Universum. A Gentleman. Ja. Der den Mut hat, sanft zu sein. Und das ist schwierig. Da muss man einen Kampf gegen das eigene Ich führen. Und dieser Kampf hält so lange an, so wie man Atem im Körper hat. Und und dann hat man die Wahl am Ende. Barabbas oder den Weg der Wahrheit und das Leben. Was ist die Wahl?